Dieser Passierschlag im Aus und damit holt sich James Blake auch Spiel Nummer 9 in Satz Nummer 1. Kann noch einmal verkürzen und zwar auf 4:5. Und trotzdem Hewitt natürlich jetzt mit der Gelegenheit, mit der erneuten Gelegenheit bei eigenem Aufschlag Satz Nummer 1 für sich zu entscheiden. Exzellent, der passt ganz genau. Gar keine Frage, er hatte sich nach einem verkorksten Start in dieses Match zurückgefightet in die Partie, James Blake. Und Hewitt hatte jetzt ordentlich Probleme, hier diesen ersten Durchgang zuzumachen. Leute von Blake gut gesehen, aber Lars Graf, eher ein ganz erfahrener Stuhlschiedsrichter, lässt sich da überhaupt nicht von diesen Pfiffen irritieren. 15 beide. Leighton Hewitt, er seit 13 Matches ungeschlagen. Der ist für viele, auch wenn er die Australian Open nicht gewinnen konnte, bislang der Spieler in diesem Jahr 2002 und bereits zwei Veranstaltungen gewinnen. Zunächst das etwas kleinere Turnier in San Jose und dann zuletzt in Indian Wells das erste Masters Series Event des Jahres. Da setzte er sich ja im Endspiel gegen Tim Henman durch, durchbrach siebenmal den Aufschlag des Briten. Unglaublich. Und hat jetzt nach diesem Ass zweimal Satzball gespielt, 34 Minuten. Aus die Rückhand. Am Ende dann also doch ein problemloser Satzgewinn für den Australier, der mit 6:4 sich diesen ersten Durchgang holt. Wir sind gleich zurück nach einer Werbung. Wir sind im zweiten Satz dieser Achtelfinalpartie zwischen Leighton Hewitt und James Blake. Sie haben das Ergebnis gerade gesehen. Es steht 1 beide in Durchgang 2. Zeigt es Blake gerade selbst an, den hätte er besser Longline gespielt. Er, der vom Aussehen her ein wenig an Ronald Agenor erinnert. Blake hatte in Runde 1 hier in Miami zunächst Gallo Blanco bezwingen können. Ziemlich knapp in 2 Sätzen mit 7:6 und 7:5. Bezwang danach den so unangenehm zu spielenden Franzosen Fabrice Saint-Thoreau
in drei Durchgängen und war dann gegen Guillermo Cañas, den Argentinier, erfolgreich. Das ist seine Bilanz bislang hier in Key Biscayne. Und Leighton Hewitt, um das zu komplettieren, er setzte sich in Runde 2, hatte ja ein Freilos in der ersten Runde als gesetzter Spieler, gegen den Mann aus Thailand, gegen Paradon Srichapan durch und gewann dann gegen den Amerikaner Jan Michael Gamble in einer klasse Partie, gewann da im dritten Satz knapp mit 7:5. Ja, er kann auch vorne am Netz spielen, Leighton Hewitt. Er spielt sich förmlich eine 40:0 Führung und hat damit drei Break-Möglichkeiten in diesem dritten Spiel des zweiten Satzes. Eben sagte Hewitt, er kann auch vorne am Netz agieren. Da dürfen wir nicht vergessen, dass er ja bereits ein Grand Slam Turnier in der Doppelkonkurrenz gewinnen konnte. Die US Open im Jahre 2000 an der Seite des Weißrussen Max Mirny. James Blake zwar teilweise mit dem etwas spektakulären Spiel, aber auf die Dauer, da setzte sich die Konstanz durch. Da diktierte Leighton Hewitt das Geschehen. Ihm gelang also das Break im zweiten Satz zur 2:1 Führung. Er brachte im Anschluss darauf sein Aufschlagspiel durch, ging also dann mit 3:1 in Führung. Tja, und dann war Schluss. Es fing an zu regnen, Stuhlschiedsrichter Lars Graf, er brach diese Begegnung ab. Sie wird also am heutigen Tage zu Ende gespielt werden, in der kommenden Nacht unserer Zeit. Leighton Hewitt führt also in dieser Achtelfinalpartie gegen James Blake mit 6:4 und 3:1. Ja, Hewitt, der wollte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen weiter spielen, aber all diese Diskussionen, sie brachten nichts ein. Diese Partie wurde abgebrochen. Hallo und willkommen zu einer Stunde Tennis aus Miami, genauer gesagt aus Key Biscayne, denn das zweite Master Series Turnier des Jahres, es ist im vollen Gange. Gestern Nacht unserer Zeit, da mussten noch drei Achtelfinalpartien zu Ende gespielt werden und außerdem fanden zwei Viertelfinals statt. Leighton Hewitt, er ging mit einem komfortablen Vorsprung in diesen Tag. Er hatte bereits mit 6:4 und 3:1 geführt, als sein Match dann wegen Regens unterbrochen wurde. Und ja, vergangene Nacht unserer Zeit, da brauchte er nur 10 Minuten, um den Amerikaner James Blake dann letztendlich zu bezwingen. Er machte aus einem 3:1 ein 6:1 in Durchgang 2 und hatte nach einer Stunde und einer Minute genau Matchball. 6:4 und 6:1. Hewitt steht damit im Viertelfinale und er trifft dort auf den Russen Marat Safin.